Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1. Erstmal noch ein großes Sorry von meiner Seite aus, denn die letzten Parts, da war der Sound doch sehr laut. Ich weiß nicht warum, denn ich sag euch mal, warum ich das nämlich nicht verstehe, warum der Sound viel lauter war als ich, denn Musiklautstärke hatte ich so gehabt. Ne? Und Effekt so. Ja, keine Ahnung, warum das so extrem ist. Ja, Sprachausgabe habe ich auch ein bisschen runtergestellt, weil Gespräche, da labe ich sowieso nicht. Da, die werden eh laut abgespielt. Aber Sachen wie zum Beispiel. Ne, da hört man ja auch dann quasi, das zählt zur Sprachausgabe mit dazu. Auch die Geräusche, die die Monster machen beim Abschießen, ne, das zählt auch als Sprachausgabe dazu. Deswegen habe ich das noch ein bisschen runtergesetzt, damit man mich auch in den Kämpfen hoffentlich versteht, weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber mein Headset-Mikro ist verhältnismäßig leise. Dabei habe ich schon alles auf Maximum eingestellt. Das Mikrofon hängt fast in meinem Mund drinne. Ich habe keine Ahnung, warum trotzdem. Und ich rede auch laut. Ich habe ein starkes Organ. Ich habe keine Ahnung, warum es trotzdem im fertigen Video total leise ist, mein Mikro. Und dann verhältnismäßig natürlich dann die Lautstärke des Spiels sehr laut. Und lauter als meine Sprache. Also, als mein Mikro, als ich, als mein Commentary. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wenn ich das irgendwie nicht in den Griff kriege mit der Einstellung hier im Spiel. Dann, muss ich wohl irgendwie versuchen beim Render und oder Aufnahmeprogramm meine Stimme separat aufzunehmen, dass ich die dann, lauter stelle, dann extern dann. Aber das hat euch nicht zu kümmern. Letztendlich hoffe ich, dass ihr mich trotzdem versteht. Ansonsten habt ihr einen sehr tollen, Walkthrough. Gut, wir machen mal weiter. Wo sollen wir denn hin? Da hinten. Gut, den gehe ich aber hier erstmal lang. Ah, sieh mal. Alles richtig gemacht. Weißt du, ich mag ja eher die ruhigen Stellen hier in der Space. Hallo? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Na, geil. Und ich sag extra noch. Ich mag die ruhigen Stellen in der Space. Nicht das Geballer. Hinzufügen. Und dann, die Mistviecher hier. Oh nö, Kotzer. Hat der sich selbst gekillt beim Kotzen oder was? Klang so, ne? Das sah so aus. Nehmen wir mit. Alter, wo kommen die denn her? Ach ja, klar, aus den Luftschächten. Super, ey. Da will ich das ruhig und gemächlich angehen. Oh, da blinkt was. Das muss ich haben. Das ist das, was ich brauche. Will ich es ruhig und gemächlich angehen und dann. Komm mal auf. Oh, geht nicht. Und dann kommen hier erstmal Gegnermassen. Na gut, Massen ist untertrieben. Übertrieben. Oder? Sagt man übertrieben oder trieben? Ich weiß nicht. Ja, mein Fahrstuhl muss hier runter. Aber hier müssen noch Gegner sein, weil sonst ist die Quarantäne ja. Ich meine, die Quarantäne ist ja noch, das heißt, es müssen hier also noch Gegner sein. Dann fahre ich mal runter. Die Türen sind ja hier komplett verriegelt. Die hab ich doch gesehen. Das Coole ist, man kann hier die scharfen Organe abnehmen von den Gegnern. Hätten wir jetzt einen Gegner, könnte man damit Dart spielen dann. Natürlich ist jetzt gerade keine da, jetzt wo ich das zeigen will. Super. So. Können wir kurz mal Stasi auffüllen? Ja, Leute, ich sag so Stasi, immer Stasi.
ich eben hier nochmal rein. So, was gibt's denn hier? Muni! Echt? Bin schon voll? Krass. Ich muss mal mein Inventar vergrößern. Da jetzt was rauskommt, ne? Schrei wie ein Mädchen. Ach ja, gut. Ja, ihr seht. Da wir ja hauptsächlich nur den Plasma-Cutter verwenden, was ist hauptsächlich? Eigentlich durchgehend nur, kriegen wir auch durchgehend Munition und das in Fülle für den Plasma-Cutter. Denn in Dead Space 1 ist das so geregelt, man bekommt für jede Waffe, die man mit sich rumträgt, egal ob man die es nun nutzt oder nicht, findet man für jede Waffe Munition. Ah, komm, scheiß drauf. Was soll der Geist? Ich bin nur den Schuss. Ah! Ah, Zett! Ich bin ein Organe! Ich bin Organhändler. Ah! Oh Gott! Steigt die Sau sich von hinten an, ey. Quarantäne aufgehoben. Da bin ich doch mein. Heil dich mal, Kollege. Du kannst auch wieder Muni tragen. So, und dann suchen wir die Leute hier. Puh, da war was. Ja, was ich sagen wollte, egal ob man die Waffen jetzt verwendet. Oh, das sieht ja gleich viel schöner aus. Hier schön weiß und hell. Egal ob man die Waffen nun verwendet oder nicht, es reicht, dass man die im Inventar hat. Also hier so. Findet man halt auch Munition für die anderen Waffen. Das Problem ist aber hierbei, dann wird natürlich die Munition für die Waffe, die man letztendlich hat oder nutzen will, also Plasma-Cutter, natürlich seltener gedroppt. Dann hat man natürlich davon weniger Munition. Das ist dann wiederum uncool, ne? Deswegen versuche ich dann halt, oder deswegen ist es halt praktischer im Plasma-Uni. Plasma-Cutter-Uni. Ich muss das endlich mal so aussprechen. Ich will immer Plasma-Uni-Cutter-Run sagen. Das ist irgendwie falsch. Deswegen ist es halt da eh sowieso einfacher, weil da mal nutzt man nur eine Waffe. So. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja, das sehe ich auch so. Weil diese Veränderung, die da anscheinend da ja durchgeführt wird. Nun ja, wir sehen das ja hier. Die ist nicht so ganz gut gelaufen. Hier. Audio. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Okay. Mal schauen, was wir hier dann noch so alles entdecken. Also ich meine, Story ist ja schon krass, was man hier so erfährt. Ach, hier war ich schon drin. Ja, aber wollten wir eigentlich nur dieses Schiff hier reparieren? Tja. Jetzt sind wir mehr als nur ein Techniker. Oh, Speicherstation. Okay. Ja, das hab ich zu Hause auch hängen. Nicht. Ich plündere mal kurz die Schränke. Ach ja, Geld ist immer fein.
Wie viele Live-Dinger habe ich dann noch? Ja, gut. So. Na gut, das nehme ich mit, kann ich verkaufen. Ich brauche ein bisschen Munition. Oder? Okay, Munition habe ich genug, kann ich quasi notfalls verkaufen. So, aber erst einmal hier rein. Speichern. Und dann dadurch. Was biologisches. Das biologische Prothesencenter. Okay. Achso, kurze Erklärung noch. Immer mal werde ich halt kurz die Aufnahme stoppen und dann wieder anmachen, damit das hier bei mir synchron wird, weil. Weiß nicht, ich nutze Fraps momentan im Aufnehmen. Und da ist das so irgendwie seit dem aktuellsten Update von Fraps. Es wird auch nicht mal weiter geupdatet. Dieses Programm. Da ist es halt so, dass da irgendwie nach mindestens 10 Minuten. Der Spielsound so asynchron wird im fertigen Video. Ne? Also ich krieg das im Spiel selbst nicht mit, erst im fertigen Video. Und deswegen muss ich halt immer mindestens ab 10 Minuten kurz mal die Aufnahme zack zack anmachen. Ihr verpasst keine Sekunde. Ich bewege mich noch nicht einmal in der, ich sag mal so, Offscreen-Zeit. Und ja, nur damit ihr wisst, falls ich auf einmal ein Animationsruck habt, das ist kein Leck oder so, oder Spielfehler, oder keine Ahnung, YouTube-Fehler. Hilfe! Um Gottes Willen! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Ah! Sind das jetzt unsere nächsten Gegner gleich? Oder wie muss ich die Szene verstehen? Ha. Ja. Guckt mal. Wie krank und eklig ist das denn bitte? Okay, das ist Hardcore. Alter, Falle. Ihr habt schon viel gesehen auf Horrorfilmen und so, ne? Aber das. Ist immer übelst pervers. Blutszenen gerne, aber sowas. Alter Falter. Vor allem die zappeln auch noch. Ja, ich wollte nur halt nochmal sagen, nicht, dass ihr euch dann wundert, irgendwie so. Ich mache dann halt nur kurze Synchron-Sachen mit dem Video. So, ne? Damit ihr wisst. Alles noch. Super, jetzt müssen wir nicht in diesem Raum. Oh Gott. Ach du Scheiße, die leben auch noch. Guck mal, hat der nur einen Arm? Ach du Scheiße. Die haben alle nur einen Arm? Wobei, da muss ich mal kurz sagen. Wir sind immer noch hier. Okay. War schnell down. Nee, ich muss sagen, der hätte mal ruhig ein bisschen individuell das gestalten können, auch wenn das pervers hier ist. Weil die sehen alle ganz gleich aus. Und jeder hat denselben Arm sehr viel. Da hätte mal ruhig ein bisschen Individualität mit einbauen können. Zum Beispiel am Bein fehlen oder vielleicht mal einen anderen Arm, der fehlt. Oder vielleicht mal einen Kopf, der fehlt. Keine Ahnung. So, Muni haben wir voll. Weitaus genug. Ich muss mal ein bisschen verschwenderer schießen oder die mal verkaufen, die ich habe. Allgemein im Plasma Cutter, wie ich laufe, hat man so viel Munition über. So. Man will ja kein Risiko eingehen. Das Problem hierbei ist allerdings dann beim Bossen. Deswegen habe ich ja auf leicht gestellt das Spiel. Wenn die Bosse. Ja, wenn die da die Munition. Denn wenn dir bei den Bossen die Munition ausgeht, wirst du gearscht. Du hast keine Zweitwaffe und keine andere Munition für die besagte Zweitwaffe. Das ist dann natürlich scheiße. Dann musst du dir nämlich
Ja, sowohl mit Heilung als auch mit genug Plasma-Kater-Munition eindecken. Dann kommt wieder das Inventar ins Spiel. Das ist nicht gerade groß. Ich hab gerade mal 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13 Felder frei. Das Problem hierbei ist, ja, ihr seht ja, wie viele wir da noch zu hinkommen, bekommen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 kriegen wir noch maximal dazu. Den ist aber auch Schicht, ne? Na gut. Pushen wir hier mal weiter. Gut. Schnapp ich mir erstmal das. Und die brauchen wir nicht. Termit. Okay, das Termit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Nein, bitte nicht das, was ich gerade befürchte, was gleich kommt. Erstmal übrigens merkwürdig, kaum habe ich das aufgesammelt. Das Termit hier. Ist die Tür offen? Komisch. Und wenn jetzt das kommt, was ich glaube, was kommt. Oh mein Gott, habe ich keinen Bock. Ja, wir müssen hier durch. Ah, okay. Nee, nee. Das ist nicht die Stelle, die ich meine. Ich glaube, die kommt dann ein bisschen später. Ich hoffe, die kommt später. Ihr werdet mitkriegen, was ich für eine Stelle ich meine. Ja, aufgeladen. Ist meine Waffe. Ich bin richtig gut. Bevor ich hier den Sprengmeister mache, muss ich mich kurz ein bisschen entleeren. So, wartet mal. Aus dem Shop. Ich brauche Geld. So, Inventar. Bisschen Plasma-Energie verkaufen. Denn gibt gut Geld. So, ja, komm. Ich kann noch eins. Noch verkaufen. Straßenpark kann ich auch noch verkaufen. Wer braucht das schon? So, wieder im Safe. Na komm, nehme ich den noch mal auch zum Verkauf. Minikit, nimm mal mit. Lieber Minikit mehr als Munition mehr, weil dann habe ich hier zum Beispiel Anzug Level 2. Ich weiß gerade gar nicht, wann wir Level 3 bekommen, aber was ich weiß, ich kaufe mir noch mal zu. Kostet ja nur 10.000. Rest des Geldes lasse ich über für Anzug Level 3. Ist ja kein Geheimnis, dass wir auf jeden Fall noch Level 3 bekommen. Denn im Videospiellogik, alle guten Dinge sind 3. Ja. Kennt man ja. So, save nochmal. Thermitbombe benutzen. Ich wäre jetzt da weggegangen, wenn ich Isaac gewesen wäre, aber nun, wenn ihm das nichts ausmacht. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Das stimmt doch einfach jetzt. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch.
Halten Sie ihn fest! Schwester! Drücken Sie ihn nach unten! Himmel! Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Alter Falter! Okay. Nun mache ich mir aber wirklich Sorgen um Nicole. Ich meine, ja, wenn man hier sieht, was hier passiert ist und sie den Videolog anschaut, das macht mir auch keine Hoffnung, dass da irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen auf mich wartet. Gut, Ishimura Klinik, ja, da, wo dann wahrscheinlich Nicole angegriffen wurde. Vielleicht finden wir sie jetzt. Ich hoffe, lebendig. Fuck this ship. Ja, das sehe ich auch so. Was? Bitte sprechen Sie mit einem Kliniktechniker, bevor Sie sich setzen. Ich möchte mich hier aber eigentlich nicht so hinsetzen, wenn ich mir so die Sitzgelegenheiten anschaue. Sorry, we are full. Oh mein Gott, dann müssen aber eine Menge, ich sage mal so, Gäste hier gewesen sein. Gib mal her. Wie sieht's denn aus? Ja, sieht. Ich habe noch zwei Plätze frei. Zur Not schmeißt da Munition weg via Medikits. Weil ich habe doch sehr viel Munition. Obwohl ich gerade verkauft habe. Oh, ja. Hehe. Sieht gut aus hier. Nicole, bist du hier irgendwo? Egal was. Stirb. Was war das denn? Du! Ami? Wo kann ich den denn hinbauen? Wo kann ich den da? Aber nee, noch nicht. Erstmal gucke ich mich hier noch um. Was ist das hier? Sauerstoff. Station, echt? Geht uns hier gleich die Luft aus oder was? Das wäre ja nicht so schön. Ich nehme erstmal hier Muni mit. Gegebenenfalls zum Verkauf. Sollen wir denn rein? Links, sehr gut, dann. Da baue ich dann gleich dann die Batterie ein, aber erst einmal abchecken hier. Weil bevor ich dann irgendwie durchs Einbauen damit das Trigger, dass wir gleich keine Luft mehr haben, möchte ich nämlich erstmal alles hier absuchen. Lieber so absuchen als unter Luft. Beziehungsweise unter Zeitdruck, weil die Luft knapp wird. Sowas mag ich echt nicht so mit Zeitdruck irgendwie. Allgemein hasse ich es, in Spielen Szenen zu haben, die auf Zeit geht. So mit Counter und so. Nee, ich hasse das. Das kriegen wir besser hin. So ein Techniker, mach richtig. Warte mal, wenn da Strom ist, ist dann da hinten auch Strom. Da kamen wir. Ne, der Fahrstuhl ist immer noch aus. Gut, dann war es tatsächlich nur für hier der Strom. Na klar, man sieht mal hier eine Stromleitung, ja. Gut. Oh nein. Sieht hier so eklig aus mit dem ganzen. So. Gestern. Oh, hey. Sag ich doch mal guten Tag.
Frau! Noch Fragen? Dachte ich's mir. Nimm ruhig mit, nimm ruhig mit. Tja, momentan ist das Spiel, wir sind in Kapitel 2 immer noch recht einfach. Ich hoffe... Ja, zweierlei. Ich hoffe zum einen entweder, dass es halt einfach bleibt. Wegen gewissen Szenen im Spiel, meine ich. Das sieht so aus, als ob da gleich irgendwas passiert. Und zum anderen hoffe ich, dass es schwieriger wird, weil, naja, ihr seht ja, ist billig. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Und mit diesem Dialog verabschiede ich mich in den nächsten Part. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal in Let's Play Dead Space 1.